Liebe Julia, das war ja schon eine umfangreiche Einführung und einige Punkte brauche ich gar nicht mehr so weit ausführen, die hast du jetzt schon uns hingeleitet. Ich starte jetzt mal meine Bildschirmteilung und hoffe, das funktioniert diesmal. Sehen Sie eine Folie, ja, eine Eröffnungsfolie passt alles. Für den Vortrag? Perfekt. Dann kann ich starten mit Handeln und nicht nur mit Entscheiden. Kulturelle Vielfalt in der Demokratiebildung. Und wie Frau Krankenhagen gerade schon gesagt hat, ist das eben unser Ziel im NIFBE mit unserer Qualifizierungsinitiative, diese beiden Aspekte zu verbinden und gemeinsam zu beleuchten. Also wie Vielfaltsbewusstsein und Demokratiebildung zusammenzubringen sind und zusammenpassen. Und dazu, jetzt kann ich nicht springen, doch. Bleibt zu sagen, Demokratie und Vielfalt gehören auf den ersten Blick erstmal zusammen. Kein anderes politisches System und keine andere Gesellschaftsform ist dem Vielfaltsgedanken so verpflichtet wie die Demokratie. Und in dem Sinne kann man sie sich gar nicht ohne einander vorstellen. Und sie sind gegründet auf den Menschenrechten, nämlich dem Recht auf Freiheit auf der einen Seite, wo es eben um die Wertschätzung von Verschiedenheit und Freiheit geht, und auf der anderen Seite dem Recht auf Gleichheit. Gleichheit auch als demokratisches Prinzip, wie sie ja beispielsweise auch in unserer Verfassung im Artikel 3 festgeschrieben ist. Und doch ist das manchmal in der Praxis nicht ganz so einfach. Und die Unterschiedlichkeit der Menschen kann zu einer Herausforderung für diesen Gleichheitsanspruch der Demokratie werden, wenn nämlich nicht alle gleich in der Lage sind, ihre gleichen Rechte gleichermaßen zu nutzen. Für die Pädagogik hat sich sehr intensiv Anne-Dore Prengel damit beschäftigt und in dem Konzept der egalitären Differenz diese beiden Konzepte zusammengebracht und zusammengedacht. Und sie beschreibt es eben in der Form, dass sie sagt, Gleichheit ohne Differenz wäre Gleichschaltung und Differenz ohne Gleichheit wäre Hierarchie. Also sie bezieht auch diese beiden Aspekte der Freiheit und Gleichheit aufeinander und zeigt auch auf, wie sie sich bedingen und wie sie auch den Rahmen jeweils für das andere setzen und eben verhindern, dass eines in ein Extrem gleitet, was dann vielleicht auch nicht mehr wünschenswert wäre. Was bedeutet das aber für die Kita? Demokratie und Vielfalt gehören zusammen. In diesem kleinen Bild von Renate Alf wird nochmal ganz gut deutlich, dass Gleichheit eben nicht zwangsläufig Gerechtigkeit bedeuten muss. Und dann, wenn der Briefkasten zu hoch ist, als dass die Körpergröße ausreichen würde, dann haben eben, obwohl für alle der Briefkasten an der gleichen Stelle hängt, nicht alle die gleichen Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Was hier sinnbildlich über den Briefkasten gezeigt wird, stellt uns aber eben vor das Bewusstsein, dass die Verschiedenheit der Kinder letztendlich mit all ihren Dimensionen, also die individuellen Unterschiede in Bezug auf den Entwicklungsstand der Kinder, auf ihre sprachlichen Fähigkeiten, auf ihr Geschlecht, auf die Körpergröße, möglicherweise auch körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, das Temperament, der familiäre Hintergrund, man könnte noch viele andere Dimensionen nennen, die eine Rolle dafür spielen, warum die Kinder doch ungleiche Voraussetzungen mitbringen, um die Rechte gleichermaßen zu nutzen. Und darum geht es eben, darauf das Augenmerk zu lenken, wie hier alle die gleichen Möglichkeiten erhalten und in gleicher Weise sich beteiligen können und entsprechend am demokratischen Prozess teilnehmen können. Ups, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gesprungen. Vielfalt und Partizipation nochmal auf den Punkt gebracht, wie es auch Petra Wagner beschrieben hat, sagt uns nämlich, dass Inklusion nicht ohne Partizipation auskommen kann, aber wohl Partizipation so angelegt sein kann, dass sie eben dann doch nicht inklusiv ist. Also es besteht immer die Gefahr, dass möglicherweise Partizipation zu einem Vorrecht bestimmter Personen oder bestimmter privilegierter Gruppen wird. Wenn sich also immer die gleichen durchsetzen in den demokratischen Verfahren, dann sind eben die Verfahren vielleicht gar nicht so demokratisch und es führt zu einer Verfestigung von gesellschaftlichen Machtstrukturen
und es werden eben nicht die Interessen und Sichtweisen aller vertreten. Wenn wir diese Aspekte in der Kita betrachten, dann stellen sich eine Reihe von Fragen, wie Vielfalt und Partizipation gemeinsam gelingen können, über die es sich lohnt zu reflektieren. Die Fragen lauten beispielsweise, werden wirklich alle Kinder eingeladen, mitzuwirken und mitzugestalten? Haben alle Kinder Zugang zu den notwendigen Informationen? Oder gibt es möglicherweise Probleme oder Barrieren in der Wahrnehmung der Kinder oder in den sprachlichen Fähigkeiten? Wie kann man die Informationen so gestalten, dass sie wirklich für alle nutzbar sind? Auch die Beteiligungsformen, die dann mögliche Reaktionen der Kinder anbieten, müssen für alle zugänglich sein und eben auch die entsprechenden Möglichkeiten der Kinder berücksichtigen, wie sie sich beteiligen können, wie sie ihre Meinung äußern können, wie sie eben an den Prozessen entsprechend teilhaben können. Und nicht zuletzt gilt es zu fragen, wo mögliche Barrieren liegen. Sind es wirklich alle Kinder, die sich einbringen, oder sind es systematisch bestimmte Gruppen von Kindern, die ausgeschlossen sind? Und wie kann man diese Barrieren überwinden? Diese Fragen kann man recht einfach hier so auflisten, aber in der Praxis und für alle verschiedenen Alltagssituationen sind sie nicht einfach zu beantworten. Die besondere Herausforderung, der wir uns heute zuwenden wollen, betrifft die Frage, ich klicke immer zu schnell, oder den Aspekt, dass Kultur als eine mögliche Barriere zu großen Teilen nicht sichtbar ist und dadurch vielleicht gar nicht als mögliche Barriere in allen Fällen wahrgenommen wird. Was meine ich mit dieser Nichtsichtbarkeit? Kultur ist schwer zu definieren. Aber ein Modell zur Veranschaulichung bestimmter Aspekte von Kultur ist das des Eisberges, von verschiedenen Autoren geprägt. Und es hilft an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut, um diese Nichtsichtbarkeit zu veranschaulichen. Wir haben beim Eisberg den Teil, der aus dem Wasser herausragt und wahrnehmbar ist. Charles Osgood hat ihn auch als Perzeptor bezeichnet in Bezug auf Kultur, also der Aspekt, der wahrnehmbar und sichtbar ist. Aber es gibt eben auch einen großen Teil des Eisberges, einen noch viel größeren als der, der oben zu sehen ist, der unter der Wasseroberfläche liegt und eben nicht sichtbar und nicht wahrnehmbar ist. Und den beschreibt Osgood als Konzepta, also als bestimmte nicht sichtbare, sondern nur zu erahnende, konzeptionell zu betrachtende Aspekte. Andere Autoren, wie beispielsweise Petra Klöppel, haben das noch weiter ausdifferenziert und diesen sichtbaren Aspekt als Artefakte bezeichnet. Also was wir sehen können an Kultur sind beispielsweise die Kleidung, die Sprache, bestimmte Kunstobjekte, Bauwerke, das Essen, was eine Gruppe zu sich nimmt. Diese Aspekte sehen wir von der Kultur, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass wir sie wirklich entziffern können, also dass wir sie wirklich verstehen in ihrer Bedeutung. Aber zumindest können wir Unterschiede in dieser Hinsicht wahrnehmen. Bei den nicht sichtbaren Aspekten von Kultur unterscheidet sie nochmal in zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen die Werte, die sich in Normen, Ritualen, auch in bestimmten Kommunikationsstilen äußern, die sind beschränkt erfassbar und zu großen Teilen aber auch unbewusst. Das sind Sachen, die sind nicht auf den ersten Blick vielleicht sichtbar, aber wenn man mit einer Kultur in Kontakt kommt, dann stellt man sie irgendwann fest und es gelingt einem auch, sie möglicherweise kennenzulernen und sich darauf einzustellen, sich daran zu gewöhnen. Also wenn man in einem fremden Land lebt beispielsweise, dann kann man irgendwann die Art und Weise, wie man sich begrüßt und stellt sich auf solche Rituale ein und gewöhnt sich eben daran und nimmt sie wahr und kennt sie als bestimmte Umgangsformen für einen selbst fremden Kultur. Als dritten Aspekt und nochmal tiefer quasi in der Tiefe des Eisberges beschreibt
Körperbasisannahmen und meint damit Einstellungen, Gefühle, Verpflichtungen, Beziehungen, die von den jeweiligen Personen als selbstverständlich wahrgenommen werden, die unbewusst sind in aller Regel und die auch kaum von anderen erwerbbar oder erlernbar sind. Also während die Rituale und Normen noch irgendwann gelernt werden können im Kontakt mit einer anderen Kultur, sind diese Basisannahmen häufig den Personen selbst nicht bewusst und entsprechend auch schwer kommunizierbar. Wenn wir jetzt schauen, wie kulturelle Vielfalt und Partizipation gelebt werden sollen, dann ist eben zu beachten, dass Kultur allgegenwärtig ist. Also so wie wir den Eisberg gerade betrachtet haben mit seinen sichtbaren und unsichtbaren Aspekten, so spielt Kultur für jeden von uns in jedem Moment des Lebens eine Rolle. Jede einzelne Fachkraft in der Kita bringt ihre Kultur mit ihren kulturellen Erfahrungen, mit ihren Wert- und Normvorstellungen, mit ihren Basisannahmen und Unumstößlichkeiten mit. Und entsprechend ist da eben ein kultureller Aspekt im Raum. Aber auch die Einrichtung mit ihrem Konzept fußt auf einer bestimmten Kultur, wenn man in dieser Sprache sprechen will. Also auch hier gibt es bestimmte Normen und Rituale und Gewohnheiten, auf die man sich geeinigt hat, also die zum Teil bewusst sind, aber möglicherweise zum Teil auch unbewusst in Basisannahmen sich widerspiegeln. Und darüber hinaus auch der gesamte wissenschaftliche Diskurs, die Forschung und die Theoriebildung sind ebenfalls nicht kulturfrei. Denn auch die Forscherinnen und Forscher bringen ihre Basisannahmen, ihre Wertvorstellungen mit, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und das fließt ein in ihre Theoriebildung, in das Design ihrer Studien und entsprechend auch in den wissenschaftlichen Diskurs. Also das bedeutet, dass unsere Pädagogik und unsere Vorstellung davon, wie Kinder aufwachsen und wie wir ihre Entwicklung und Bildung unterstützen und begleiten können, auch eben die Demokratiebildung, immer von kulturellen Vorstellungen geprägt sind. Vor gut 10 Jahren hat ein Psychologieprofessor das mal tatsächlich in Zahlen ausgedrückt und festgestellt, dass 95% der Untersuchungen, die in der Psychologie veröffentlicht werden, sich auf Untersuchungsteilnehmerinnen oder Teilnehmer beziehen, die in westlichen, industrialisierten, hochgebildeten Kontexten leben. Und von dieser Gruppe, von der wir also das meiste wissen, gehen wir aus in unseren Annahmen, dass sich so Menschen oder Kinder entwickeln. Wenn man das Ganze global betrachtet, dann macht diese Gruppe aber nur ungefähr 5% der Weltbevölkerung aus. Und also 95% der Bevölkerung, global betrachtet, leben unter ganz unterschiedlichen, ganz anderen möglicherweise Lebensbedingungen. Und wir wissen also sehr wenig darüber, wie tatsächlich ihre psychologischen Prozesse ablaufen und wie Kinder sich eben auch unter diesen Bedingungen entwickeln und durch welche Verhaltensweisen sie zu fördern oder zu unterstützen sind. So, das habe ich wieder zu schnell gemacht. Worum es mir heute eben geht, ist eine Reflexion anzuregen und zu schauen, wo liegen möglicherweise unbewusste kulturelle Normsetzungen, wenn wir uns damit beschäftigen, Demokratiebildung und Partizipationsprozesse in der Kita umzusetzen. Und wie sind diese demokratischen Werte mit unterschiedlichen kulturellen Erziehungsvorstellungen und Werten vereinbar? Es ist vielleicht etwas abstrakt und theoretisch, aber ich versuche, es durch Beispiele näher zu bringen. Wenn wir dieses Bild betrachten, dann haben wir hier eine Situation mit 3 knapp 1-jährigen Kindern auf einer Krabbeldecke. Und wenn Sie jetzt mal das Kind in der Mitte betrachten, das hat ein Spielzeug, was es exploriert, zum Mund führt. Er hat durchaus gängige Form der Exploration in diesem Alter. Und dann haben wir links
den kleinen Jungen, der sich reckt und das Spielzeug auch haben möchte, offensichtlich, und danach greift und es versucht zu bekommen. Sicher eine ganz alltägliche Situation, denn Kinder lernen über Modellverhalten, sie beobachten die anderen Kinder, wollen dann die Handlungen nachahmen und möglicherweise ebenfalls ausprobieren. Und vielleicht ist es aber auch ein Interesse an dem Gegenstand und nicht der Handlung. Und der Junge möchte eben auch dieses Objekt mal haben, um es zu erkunden oder auch nur zu besitzen. Wie geht man mit dieser Situation um oder wie sollte man reagieren als Fachkraft, möglicherweise, wenn der Junge das Objekt entreißt und es zu Unmut bei dem anderen Kind führt? Was ist zu tun, beziehungsweise welche Reaktion könnte zu Demokratiebildung beitragen? Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, Sie zu fragen, aber vielleicht hat die eine oder andere schon eine spontane Idee bekommen, wie sie reagieren würde oder ob überhaupt eine Reaktion möglich ist. Grundsätzlich kann man sich natürlich sehr unterschiedliche Reaktionen vorstellen. Häufig in unserem westlichen Mittelschichtkontext würde die Reaktion so ausfallen, dass das Kind, was nach dem Objekt greift, zurückgewiesen wird oder aufgefordert wird, den Besitz des anderen Kindes zu akzeptieren. Eine mögliche Alternative wäre aber auch, das Kind, was im Moment im Besitz des Objektes ist, aufzufordern zum Teilen. Welche Handlung davon ist wohl eher mit Demokratiebildung in Verbindung zu bringen? Schauen wir uns das genauer an. Die Anerkennung des persönlichen Besitzes fokussiert auf das individuelle innere Erleben des Kindes. Es geht darum, seinen Wunsch, das Objekt zu besitzen, zu respektieren und das auch dem Kind zu vermitteln, was da versucht, das Objekt wegzunehmen. Dabei fußt das Ganze auf der Unterscheidung von mir und der anderen Person mit jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen, Vorlieben, Gefühlen, Gedanken. Wenn Kinder verstehen, dass dieser individuelle Wunsch besteht, dann wird das als Voraussetzung für demokratische Aushandlungsprozesse gesehen. Also indem der Besitz des Kindes, was zuerst das Spielzeug hat, akzeptiert wird, lernt das Kind, ich habe meinen Wunsch und kann dann im nächsten Schritt in der Unterscheidung zwischen mir und dem anderen und den jeweils inneren Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen auch lernen, der andere will das Spielzeug genauso wie ich, der hat ebenfalls diesen Wunsch und man kann in diesen Aushandlungsprozess gehen. Wenn wir uns auf der anderen Seite die Alternative anschauen, dann stand da die Aufforderung zum Teilen. Welche Idee steht da dahinter? Hier wird nicht der Fokus auf das Besitzen und den individuellen Wunsch einer Person gelegt, sondern der Fokus auf das gemeinsame Erleben und Handeln gelenkt und gerichtet. Und es geht eher darum, dass die Kinder erleben, ein Verständnis von gemeinsamen Interessen zu entwickeln. Und auf dieser Basis fußt letztendlich Kooperation. Also beide Wege können nach diesem Modell zu sehr ähnlichen Zielen führen, obwohl die Ausgangssituation oder die Reaktion eine komplett unterschiedliche gewesen wäre. Aber in dem rechten Fall, in der Variante des Teilens, könnten die Kinder eben lernen, wir können das teilen und gemeinsam spielen. In der anderen Variante würden die Kinder lernen, jeder hat ein Bedürfnis und einen Wunsch und wir müssen das aushandeln, wer wann dazu kommt, das auch auszuleben.
was üblicherweise in unseren Erziehungsvorstellungen passiert und auch in den Veröffentlichungen zur Demokratiebildung und Partizipation beschrieben wird, ist ein ganz starker Fokus auf diesen linken Pfad, den ich gerade beschrieben habe. Also gemeinhin wird beschrieben, dass die Akzeptanz des Eigensinns zum Gemeinsinn führt. Also indem ich erst akzeptiere, dass das Kind eigene Wünsche, Bedürfnisse und ein Erleben im Inneren hat, was sich von anderen Personen unterscheidet und abgrenzt, dann kann ich darüber lernen, dann auch in der Gemeinschaft zu agieren und zu handeln. Wenn wir uns aber nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich Demokratie? Dann geht es letztendlich immer um diese Balance zwischen individueller Freiheit auf der einen Seite und sozialer Verantwortung auf der anderen Seite. Gerade in den letzten Monaten hatten wir häufig die Gelegenheit, genau dieses Spannungsfeld auch bei den Großen gesellschaftlich zu beobachten, wenn es beispielsweise um Debatten in Bezug auf das Impfen geht. Es geht immer um die Frage individuelle Freiheit und soziale Verantwortung und wie es eine gute Balance zu schaffen, um demokratisch zusammenzuleben. Wenn wir uns aber kulturelle Werte dazu denken, dann fokussiert dieser Aspekt der individuellen Freiheit die Autonomieorientierung. Also die Frage, wie die eigene Freiheit ausgelebt werden kann, wie Kompetenz erleben, verspürt werden kann und wie ich mich möglicherweise auch von anderen abhebe und unabhängig meine Interessen durchsetze. Während die soziale Verantwortung eher mit Verbundenheitsorientierung im Zusammenhang steht und hier eben eher der Fokus auf der Gemeinschaft gelegt wird und auch in der Entwicklung des Individuums, das Individuum sich nicht in Abgrenzung von anderen Personen und in Unterschiedlichkeit von anderen Personen, sondern eher als Teil der Gemeinschaft erlebt und in die sie hineinwächst. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Anna, noch nicht? Nein, ich warte noch, bis sie zu Ende ist, die Folie. Okay, dauert noch einen kleinen Moment. Mhm. Beide Seiten der Waage sind aber nicht nur mit diesen Begriffen zu beschreiben, sondern sie unterscheiden sich auch in Bezug auf den, ich habe es mentalen Fokus oder Handlungsfokus genannt. Also während die individuelle Freiheit und die Autonomieorientierung eben über das innere Erleben einer Person sich manifestiert und beschreibt, ist es bei dem Aspekt der sozialen Verantwortung eher die Handlung. Aber auf diesen Aspekt werde ich im Folgenden noch deutlich näher eingehen. Nur vielleicht soweit und dann höre ich gerne die Frage. Dieser Aspekt eben auf der linken Seite der Waage ist der, den wir in aller Regel in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen im Fokus haben und der in Bezug auf Demokratiebildung eben auf Selbstbestimmung und Mitentscheiden fokussiert. So, Gerlinde. Es gab eine ganz konkrete Frage zu Folie 9. Das war die, wo aus dem Beispiel 1 diese beiden Spielzeugsituationen zusammengebracht wurden. Und die Frage ist, das hängt doch eigentlich vom Alter und von der Entwicklung des Kindes ab, ob ich sag mal, in meiner pädagogischen Intervention die Variante links oder rechts wählen würde. Ältere Kinder sind doch erst in der Lage, das Teilen zu verstehen. Ist das schon ein kultureller Hintergrund? Was würden Sie sagen? Auf jeden Fall. Tatsächlich ist es so, dass in Studien, die wir auch im Rahmen der kulturvergleichenden Erziehungsvorstellungen durchgeführt haben, ganz deutlich sich gezeigt hat, dass in Kulturen, die diese Verbundenheitsorientierung stärker betonen und im Fokus haben, auch schon von den ganz Kleinen das Teilen erwartet wird. Also anderthalbjährige Kinder in unserer Untersuchung wurden explizit aufgefordert zum Teilen. Auch wenn man die Eltern fragt, in welchem Alter Kinder
bestimmte Fähigkeiten erwerben, unter anderem auch das Teilen, dann wird das viel früher tatsächlich terminiert, wenn man so will. Also auch diese Idee, das hängt mit dem Alter zu tun oder das können die Kinder erst in einem bestimmten Alter, ist kulturell ganz unterschiedlich verortet und würde zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen kommen, wenn ich wahrscheinlich Mütter hier in Osnabrück dazu befrage oder eben im ländlichen Kamerun, wo ich jetzt lange geforscht habe. Vielen Dank. Gerne. So. Ja, vielleicht noch ein zweites Beispiel, um das nochmal ein bisschen zu zeigen, auch was mit diesem Fokus auf Mitentscheiden und Selbstbestimmung gemeint ist. Das Beispiel kommt aus einem Forschungsprojekt, Aktionsforschungsprojekt aus den USA, wo es darum ging, Bridging Cultures, also die interkulturelle Kommunikation in Bildungseinrichtungen zu fördern. Und hier dieses Beispiel eben aus einer Vorschule. Die Lehrerin oder Fachkraft im Elterngespräch lobt ein Mädchen, dass sie ihre Stimme erhebe, ihre Meinung äußere und eben aktiv für die Gruppe eintrete und eine aktive Rolle einnehme. Und in dem Gespräch ist schon spürbar, dass der Vater, der aus Lateinamerika emigriert ist, sich sehr unwohl fühlt und das Thema wechselt. Und ganz am Ende des Gespräches fragt er dann, wie sich denn seine Tochter entwickelt und ob sie nicht zu viel reden würde. Offensichtlich ist in dieser Situation das Verhalten, was die Fachkraft lobt, eines, was der Vater nicht gut heißt. Also er versucht doch seiner Tochter beizubringen, sich nicht aufzuspielen und nicht aus der Gruppe hervorzustechen. Also hier ganz unterschiedliche kulturelle Modelle und Erziehungsvorstellungen. Was kann das bedeuten für die Kinder in den Einrichtungen? Wenn die Familie und die Kita oder pädagogische Einrichtungen das Verhalten so unterschiedlich bewerten, dann ist es für die Kinder häufig auch schwer, dieses Verhalten zu zeigen und zu nutzen. In diesem Beispiel jetzt hat das Mädchen es getan und wurde dazu animiert von der Lehrerin und gelobt. Aber wenn gleichzeitig in der Familie dieses Verhalten nicht als gut erachtet wird, dann kann das auch zu Loyalitätskonflikten für die Kinder führen oder eben auch dazu, dass sie dieses Verhalten nicht in dem Maße zeigen wie andere Kinder. Darüber hinaus kann es aber auch für die Kinder erschwert sein, überhaupt den Zugang zu diesen Bedürfnissen, Meinungen und Äußerungen zu bekommen, wenn in der Familie kaum Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und das heißt nicht, dass die Kinder vernachlässigt werden oder nicht ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden, aber wenn die Kinder es nicht gewohnt sind, nach ihrer Meinung gefragt zu werden, dann fällt es ihnen vielleicht auch schwerer oder sie sind irritiert von dieser Frage oder können tatsächlich auch gar nicht so ihre Meinung erspüren oder sich dazu äußern. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, was damit gemeint ist oder wie stark diese Aufmerksamkeit darauf auch gelebt wird. Ich habe viele Jahre auch Mutter-Kind-Interaktionen mit Säuglingen beobachtet und analysiert in verschiedenen Kulturen. Und in deutschen Mittelschichtfamilien habe ich nicht selten solche Beispiele gesehen, dass die Mutter mit ihrem 3 Monate alten Kind auf dem Wickeltisch ist und erzählt und plaudert und in Interaktion tritt und dann unter anderem solche Fragen stellt wie, möchtest du den grünen oder den blauen Strampler anziehen? Sollen wir gleich zur Oma fahren oder lieber zum Spielplatz? Und das sind alles Fragen, die natürlich kein 3 Monate altes Kind beantworten kann. Das erwartet sicherlich auch keine Mutter. Aber man sieht daran, dass eben schon von diesem frühesten Alter an diese Form der Interaktion in der Familie geprägt wird und nach der Meinung gefragt wird, auch wenn sie vielleicht vom Kind noch nicht zu äußern ist. Und
Das eben von früh an zu erleben, hat natürlich Auswirkungen auf die Entwicklung und auf die Nutzung und den Zugang zu solchen Äußerungen im Gegensatz dazu, wenn das nicht passiert. Und bei kamerunischen Mutter-Kind-Interaktionen habe ich das beispielsweise nie gehört oder beobachtet. Das betrifft aber nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund oder Familien mit Migrationshintergrund. Oder vielleicht sagen Sie auch, ja gut, ne, Beispiele aus den Dörfern in Kamerun sind jetzt sehr weit hergeholt. Aber dieses verbundenheitsorientierte Modell in der Erziehung betrifft, wie gesagt, nicht nur Familien mit Migrationshintergrund, sondern auch Kinder und Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischen Hintergrund. Also beispielsweise in der World Vision Studie wurde das gezeigt. Da waren die Kinder zwar etwas älter als Kita-Alter, zwischen 6 und 11 Jahren, also Grundschulalter. Aber hier konnte man an ungefähr 2500 Kindern, die teilgenommen hatten, sehen, dass Kinder aus Familien mit höher gebildeten Eltern und besser gestellten Familien auf ökonomischer Sicht eben mehr Möglichkeiten haben, in der Familie bei bestimmten Angelegenheiten mitzureden, mitzuentscheiden, dass sie nach ihrer Meinung gefragt werden und diese respektiert wird. Auch in Bezug auf das Kita-Alter hat beispielsweise unsere frühere Kollegin Laura Bossong solche Befunde beobachtet, dass Kinder aus Elternhäusern mit niedrigerer formaler Bildung eben eher diesem verbundenheitsorientierten kulturellen Modell in diesem erzogen werden und hier eben auch nicht die Autonomie und die Äußerung der eigenen Meinung und Bedürfnisse und Wünsche im Vordergrund steht, sondern die Beziehungen und das strukturierte soziale Netzwerk mit seinen auch Hierarchien. Dennoch ist auch in solchen Kulturen, die dem verbundenheitsorientierten Modell entsprechen, Autonomie zu beobachten. Denn auch wenn diese Kinder weder mit 3 Monaten noch mit 3 Jahren oder 5 Jahren gefragt werden, welches Kleidungsstück sie tragen wollen oder wie sie ihre Freizeit verbringen wollen, so kann man im Alltag eine Vielzahl von sehr autonomen Verhaltensweisen beobachten. Autonomie wird aber eben eher auf einer Handlungsebene gelebt. Und wenn man, wie hier in diesen Bildern dargestellt, beobachtet, dass 4-, 5-, 6-jährige Kinder eben schon komplexe Aufgaben wie die Betreuung von jüngeren Geschwistern übernehmen oder eben noch etwas ältere Kinder dann zum Markt gehen und bestimmte Sachen erledigen oder entsprechend auch verkaufen die Erzeugnisse der eigenen Farmarbeit, dann sind das sehr komplexe Aufgaben, die eine Menge Verantwortungsübernahme bedeuten und die natürlich auch eigenständig geplant und durchgeführt werden müssen. Also man kann nicht einfach sagen, Autonomie wird nicht gefördert in diesen Kontexten, nur eben auf einer anderen Ebene. Dieses Zusammenspiel von einerseits der Förderung von Demokratie, wie sie natürlich ausgesprochenes Ziel ist, und gleichzeitig Akzeptanz der kulturellen Werte und Identität und Sprache kann eben in einen gewissen Widerspruch geraten. Wenn eben Eltern dieses Verhalten nicht wertschätzen, das zumindest als Weg zur Demokratiebildung erachtet wird in der Einrichtung. Und deshalb möchte ich dazu aufrufen und animieren, eben gleichzeitig Offenheit für die kindliche Heterogenität zu haben und trotzdem bestimmte Werte zu vermitteln. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, der erste Punkt auf diesem Weg der Herausforderung ist, sich zunächst dessen bewusst zu werden, dass Demokratiebildung in der Stelle eine Normsetzung ist. Also wenn wir uns vornehmen und sagen, das ist uns wichtig in unserer Gesellschaft, in unserer Einrichtung, das wollen wir fördern und unterstützen, dann setzen wir damit eine Norm. Und diese Norm
kann möglicherweise zu den Erziehungsvorstellungen und Zielen von Eltern auch im Widerspruch stehen. Diesen Widerspruch müssen wir dann tatsächlich auch aushalten und akzeptieren. Aber, und das ist eben der Punkt, den ich versucht habe, auch mit dem ersten Beispiel zu machen und wozu ich noch viel mehr animieren möchte, es geht aus meiner Sicht auch unbedingt darum, weitere kulturelle Normensetzungen zu vermeiden und eben nicht dem Fehler zu unterlaufen, dass Demokratiebildung als erstrebenswertes Ziel nur auf eine Art und Weise erreicht werden kann und nur über einen bestimmten Weg. Also es geht darum, möglicherweise unterschiedliche Formen von Autonomie zu entdecken und auszuprobieren. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Waage zurückschauen, dann wäre eben eine mögliche Form, um diesen rechten Fokus zu unterstützen, das Mithandeln und die wachsende Verantwortung für die Gemeinschaft. Also es geht darum, Beteiligungsmöglichkeiten so zu gestalten und alternativ zu gestalten, dass sie nicht das individuelle Erleben und die individuellen Wünsche und Bedürfnisse, sondern die soziale Verantwortung auf der einen Seite und das Handeln auf der anderen Seite in den Fokus nehmen. Und entsprechend dann unterstützen und fördern. Also kulturbewusste Partizipationsformen brauchen Autonomiegewährung auf unterschiedlichen Ebenen. Und wie kann das in der Kita aussehen? Ich bin sicher, Sie alle haben viel mehr Ideen und konkrete Erfahrungen, aber natürlich geht es darum, dass die Kinder eigenverantwortlich im Kita-Alltag Aufgaben übernehmen, beispielsweise das Tischdecken oder bestimmte andere Tätigkeiten, die ermöglichen, dass eben nicht für die Kinder etwas getan wird, sondern dass sie selbst mitgestalten können und gemeinsam aktiv werden. Das ist eine Idee, die in vielen kulturellen Gemeinschaften im Alltag gelebt wird. Denn in nicht-westlichen kulturellen Kontexten ist diese Teilung zwischen Erwachsenenwelt und Kinderwelt häufig gar nicht so gegeben. Und auch die Teilung zwischen Spiel und Arbeit ist in der Form nicht gegeben, wenn die Kinder eben schon sehr früh in die Tätigkeiten der Familie und beispielsweise die Betreuung jüngerer Geschwister einbezogen werden. Und die Kinder erleben eben den Alltag ihrer Familie, begleiten die Erwachsenen bei alltäglichen Verrichtungen, beobachten die Kulturpraktiken und werden mehr und mehr einbezogen, übernehmen zunehmend eigenverantwortlich einzelne Aufgaben und erwerben so die relevanten kulturellen Kompetenzen. In unserer westlichen Welt haben wir häufig eine starke Trennung zwischen Kinderwelt und Erwachsenenwelt. Und die Kinder haben in speziell für sie eingerichteten pädagogischen Institutionen eben die Möglichkeit zu spielen und darüber viele wichtige Erfahrungen zu machen. Aber es ist immer trotzdem eine gestaltete Umwelt und sehr, sehr selten nur erleben Kinder in unseren westlichen Kontexten eben wirklich erwachsenenfreie Zeiten und Welten, in denen sie wirklich frei von der Betreuung und Begleitung von Erwachsenen spielen und da dann auch ihre eigenen kulturellen Aushandlungsprozesse in Gang setzen können. Aber wenn es uns gelingt, in der Kita eben auch einen Fokus auf das gemeinsame Handeln, also nicht nur das Entscheiden und nicht nur auf der verbalen Ebene oder auf der Ebene des inneren Erlebens, sondern tatsächlich im Tun und eben auch nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auf der Gemeinschaftsebene zu agieren, dann kann Partizipation eben auch entsprechend kulturbewusst gelingen und ist anschlussfähiger für Kinder, die eben nicht im westlichen Mittelschichtkontext in dem aufwachsen.
Voraussetzung dafür ist die Offenheit und Neugier für die konkreten kulturellen, sozialen, familiären Hintergründe und Erziehungsziele und Praktiken der Familien. Denn auch wenn jetzt vielleicht so ein bisschen als zwei Modelle diese verschiedenen möglichen Entwicklungspfade beschrieben wurden, so sind das ja nicht die zwei Wege oder Konzepte, wie Leben funktioniert, sondern jede Familie hat ihre eigene Kultur und jede Familie bringt ihre eigenen Vorstellungen und Annahmen mit sich. Wenn wir nochmal in dem Bild des Eisberges sprechen, jede Familie hat eben ihren großen, unsichtbaren Teil, der ihr Verhalten und ihre Handlungen beeinflusst. Gleichzeitig ist Voraussetzung aber auch, dass wir, jeder von uns und die Fachkräfte in den Einrichtungen, sich der eigenen kulturellen Werte, Normvorstellungen und Routinen bewusst werden. Also eben nicht zu sagen, die Form des Umgangs und der Förderung bestimmter Aspekte in der kindlichen Entwicklung ist die eine und die richtige oder die normale. Und wir müssen uns anpassen an mögliche andere kulturelle Vorstellungen der Familien, sondern sich darüber bewusst zu werden, dass auch meine Vorstellung nur eine von vielen möglichen ist. Und auch wenn unser ganzer Diskurs in der Pädagogik und Psychologie eben von dieser westlichen, autonomieorientierten Sichtweise sehr geprägt ist, so ist es eben doch nur die von 5% der Weltbevölkerung. Und sich dessen immer wieder bewusst zu werden und wirklich in den Austausch zu gehen über dieses Unsichtbare, ist eben der Schlüssel, um sowohl die Loyalitätskonflikte durch unausgesprochene Widersprüche zu vermeiden, aber eben auch der Weg, um sein eigenes pädagogisches Handeln zu erklären. Denn häufig ist es so, oder wenn wir zurückdenken an dieses Beispiel mit dem Spielzeug, dann waren da auf den ersten Blick sehr, sehr unterschiedliche Reaktionsweisen, die beschrieben wurden. Wenn wir aber ganz unten gucken in den Kästchen, die ich da aufgeführt habe, dann waren letztendlich die Ziele sehr, sehr ähnlich, weil in beiden Fällen die Kooperation oder das Auskommen in der sozialen Gemeinschaft mit den anderen Kindern zum Ziel war. Also dazu bereit zu sein, zu sagen, sich selbst zu erklären und zu sagen, das ist mein Ziel und auf diesem oder jenem Weg versuche ich es zu erreichen und gleichzeitig offen zu sein, dass möglicherweise andere Ziele verfolgt werden. Okay, dann muss man darüber in Aushandlung treten, aber möglicherweise auch sehr ähnliche Ziele verfolgt werden, aber mit unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie sie erreicht werden können. Das ist eben der Schlüssel, um den es hier geht. Ja, das sind einige Herausforderungen, die ich gerade benannt habe, aber ich sehe da auch ganz viele Chancen. Denn wenn es uns gelingt, diese unterschiedlichen kulturellen Ausgestaltungen von Autonomie und Verbundenheit zu betrachten und wahrzunehmen und zu akzeptieren in der Gruppe, dann ist das auch eine enorme Bereicherung. Denn man kann immer davon lernen, wenn man mehr Flexibilität hat und unterschiedliche Wege kennt, um zu den Zielen zu gelangen. Und letztendlich ist ja auch die Frage in dieser Balance zwischen individueller Freiheit und sozialer Verantwortung nie endgültig beantwortet, sondern Balance trägt es ja schon in sich, dass das Ganze in Bewegung ist und man auch je nach Situation vielleicht mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung der Waage kippt. Und je mehr Möglichkeiten des Handelns man da hat und erlernt hat, desto flexibler wird man auch im Alltag, unabhängig von der kulturellen Umgebung. Eine stärkere Betonung der gemeinsamen Handlungen und gemeinsamer Ziele fördert mutmaßlich auch die Entwicklung kooperativen Verhaltens. In Bezug auf die Sprachentwicklung beispielsweise konnten frühere Kolleginnen aus der Forschungsstelle Entwicklung, Lernen und Kultur das deutlich zeigen,
Es ging darum, die sprachliche Entwicklung der Kinder zu unterstützen und auch abgeleitet aus diesen unterschiedlichen kulturellen Modellen war eben der Ansatz, dass man, wenn man über Gemeinsames spricht, man Kinder aus verbundenheitsorientierten Kontexten eher zum Sprechen animieren kann, wurden eben Fachkräfte unterstützt, das in ihrem Alltag umzusetzen. Und tatsächlich zeigte sich, dass alle Kinder unabhängig vom kulturellen Kontext durch diese neue Art der Ansprache oder veränderte Art der Ansprache oder den veränderten Fokus in der Ansprache in ihren sozialen Fähigkeiten sich schneller und deutlicher entwickelt haben. Also wir alle können davon profitieren, nicht nur das Individuelle, sondern auch das Gemeinschaftliche in den Fokus zu nehmen. Und letztlich ergeben sich daraus eben alternative oder eben komplementäre, also sich ergänzende Entwicklungspfade und so mehr Handlungsspielraum für uns alle. Ja, Fazit. Ich habe lange geredet und sehe Sie alle nicht, deswegen bin ich gleich sehr gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare und Anregungen. Aber vielleicht nochmal, um das Ganze rund zu machen, ganz im Sinne von Dewey ist Demokratie als Form des Zusammenlebens und der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung zu verstehen und eben nicht als oder nicht ausschließlich als Regierungs- oder Gesellschaftsform. Und gerade wenn wir eben den Kita-Alltag betrachten, dann soll es ja darum gehen, die Form des Zusammenlebens zu gestalten. Und in diesem Sinne muss Demokratie anschlussfähig für alle gestaltet sein, also unabhängig davon, welche Erfahrungen sie in der Familie machen oder wie die kulturellen Werte und Erziehungsvorstellungen der Eltern geprägt sind. Es muss tagtäglich erlebt werden in der Kita und gestaltet werden und erprobt werden, damit es sich entwickeln kann. Und dabei geht es eben darum, die Freiheiten des Einzelnen und die gesellschaftliche Verantwortung auszubalancieren. Und dabei können unterschiedliche kulturelle Entwicklungspfade sehr bereichern, wenn es uns gelingt, diese zu akzeptieren und auch als Bereicherung entsprechend wahrzunehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld und freue mich, wie gesagt, sehr auf die Diskussion und habe auch noch ein paar Fragen. Ja. Immer zweimal. Schon ein paar Fragen, die ich spannend fände, mit Ihnen zu diskutieren oder Ihre Ideen dazu zu hören, aber kann auch gerne jetzt mal meine Freigabe beenden und entsprechend schauen, was Ihnen auf den Nägeln brennt oder eventuell schon eingegangen ist an Fragen. Ja, es sind einige Fragen eingegangen. Ich würde jetzt mal alle Teilnehmer bitten, kurz ihren Bildschirm anzuschalten. Es gab noch eine Frage, ob bei den Studien auch hinsichtlich des Geschlechtsunterschiedes signifikante Ergebnisse oder Erkenntnisse gewonnen wurden, weil wir ja von Mädchen eher eine verbundenheitsorientierte Verhaltensweisen erwarten und von Jungen was anderes. Also unbewusst oder bewusst, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber haben dazu die Studien dieser kultursensitiven Herangehensweise etwas ergeben? Also definitiv gibt es dazu Studien, wenn man jetzt in der kulturvergleichenden Psychologie schaut und diese unterschiedlichen Selbstkonzepte oder Autonomie oder Verbundenheitsorientierung betrachtet, dann ist das so, dass jetzt nicht unbedingt bei Kindern, wüsste ich keine Studie tatsächlich, aber bei Erwachsenen tatsächlich es da auch einen Geschlechtsunterschied gibt. Der ist aber bei weitem nicht so groß jetzt vom Ausmaß wie der Unterschied zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, ne? Und da durchaus anzunehmen oder zu mutmaßen, ne? Dass möglicherweise der Vater in dem Beispiel bei einem Sohn
ne, dieses Wort erheben nicht so negativ erlebt hätte als bei einer Tochter. Aber wie gesagt, häufig, also deutlich stärker sind die kulturellen als die Geschlechtsunterschiede an der Stelle. Also in dem Vortrag hat das Unsichtbare die Leute neugierig gemacht. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und ich glaube, bei ganz vielen gab es ein bisschen Kopfkino, wie und wann sie wohl mit ihrer Kollegin mal eine Familie und deren Eisberg ein bisschen reflektieren könnten, um mit denen über das ein oder andere Verhalten ins Gespräch zu kommen. Eine Kollegin hat dazu noch mal geschrieben, naja, das dauert aber ganz schön lange, weil es braucht richtig viel Vertrauen, damit Familien auch diesen unteren Teil des Eisbergs mal ein bisschen sich trauen zu zeigen. Gibt es da, also ich fände es nochmal spannend, dazu Ihre oder deine Position zu hören. Das ist definitiv so, ne? Weil es ja zum einen auch der Familie selbst möglicherweise gar nicht so bewusst ist. Vielleicht auch dazu, also meine persönliche Erfahrung, Julia Krankenhagen hat es ja vorhin gesagt, ich habe auch längere Zeit in Afrika, in Kamerun gelebt für einige dieser Studien. Und tatsächlich habe ich einen Großteil dessen, was ich gelernt habe über Kindererziehung, nicht aus meinen Beobachtungen und Studien gelernt, sondern aus dem dort Leben mit meinen eigenen Kindern. Und dem, was dann für Irritation gesorgt hat bei den Gastgebern, was ich gemacht habe oder was dann gute Freunde auch irgendwann mich gefragt haben, warum. Ne? Also zum Beispiel, als wir dort ankamen, war meine jüngere Tochter 1,5 und war schon ordentlich am Plappern. Und die guckten mich immer an und sagten, warum redest du mit der? Die ist doch noch ein Baby. So, ne? Also das waren so Beispiele. Oder warum fragst du sie Sachen so? Ne? Die kann doch noch nicht antworten. Also was ich vorhin auch beschrieben habe, was eben so in Fleisch und Blut übergegangen ist für uns und was wir nicht reflektieren und einfach für normal halten. Und genau, also wenn man jetzt ne, mit der, in der Kita mit Familien zu tun hat, dann ist das natürlich schwer, da dran zu kommen. Ne? Und es braucht auf jeden Fall eine gute Beziehung, um dann in der Lage zu sein, solche Sachen anzusprechen, solche Irritationen, damit sie eben nicht als Wertung erlebt werden. Ne? Weil die Familien kommen in die Einrichtung. Häufig haben sie auch in ihrer Vorstellung eben nicht unbedingt diese Vorstellung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit der Kita, sondern erleben die Kita als Experteneinrichtung, ne, denen man nicht widersprechen darf, sondern denen man entsprechend sich unterordnet und die Autorität akzeptiert. Und entsprechend schwer ist es natürlich, dagegen anzukommen, sage ich mal, oder das aufzubrechen und in den wirklichen Kontakt zu kommen. Das heißt ja, dass Fachkraft an der Stelle schon in seinem eigenen Demokratieverständnis sehr gefordert ist. Also zwar im Expertentum, aber dennoch auf Augenhöhe im Gespräch um das Kind. Mich hat nochmal beschäftigt der Loyalitätskonflikt, in dem Kinder, wenn sie denn in zwei kulturellen Kontexten beheimatet sind, also in welche Loyalitätskonflikte diese Kinder kommen können. Gibt's, ich sag mal, einen Tipp oder einen Hinweis darauf, Fachkraft entdeckt, dass Jonathan oder Linda das und das seit einigen Tagen machen und vermutet, das könnte so ein Loyalitätskonflikt sein. Da eine gute Auflösung, ein Hinweis, was da hilfreich wäre. Hilfreich ist immer reden. Also, ne, die Sachen thematisieren. Also, aber Sie sprechen ja von handlungsbasiert. Was muss ich tun? Oder wie kann ich bei diesem Kind das in dem Tun verbinden? Das wäre doch eine spannende Frage. Ja, das Kind muss das Gefühl haben, dass das, was zu Hause gelebt wird und möglicherweise anders ist, trotzdem genauso gut ist. Ne? Also es geht ja darum, dass es dieser Loyalitätskonflikt entsteht ja
Zum einen daraus, dass die Kinder eben dann das Gefühl haben, sie enttäuschen die Eltern, wenn sie sich jetzt hier anders verhalten, als die Kinder erwarten. Und dafür, damit das nicht entsteht, ist halt wichtig, dass die Kinder erleben, Kita und Elternhaus ziehen an einem Strang. Die sind sich einig und die verstehen sich. Und wenn das die Basis ist, dann kann es auch sein, dass es ganz unterschiedliche Verhaltensweisen letztendlich sind, die zu Hause gelebt werden und erwartet werden. Aber wenn klar ist, das eine wird von dem anderen jeweils akzeptiert und eben nicht als falsch oder unangemessen bewertet, dann können Kinder auch mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen und leben. Ne? Mhm. Aber wenn immer Kinder quasi, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, woran erkenne ich das oder wie kann ich das mit dem Kind damit umgehen? Also ihm sowohl das Gefühl geben, das, was du mitbringst an deinen eigenen Erfahrungen und Verhaltensweisen aus der Familie, ist hier willkommen und richtig. Aber wenn du das ausprobierst, was wir hier anbieten, dann ist es genauso richtig und das unterstützen auch deine Eltern bestenfalls. Ich habe ja gerade noch mal so gedacht, es war ja ein wunderbarer Appell, bleiben Sie neugierig, gucken Sie sich den Eisberg der Familien in der großen Intensität an. Welchen Tipp geben Sie denn Fachkräften, die gerade am Limit ihrer Belastung sind, genau diesen Teil ihres beruflichen Auftrags beizubehalten und mit Freude noch zu machen, weil ich weiß, dass im Moment sehr viele Fachleute sehr angespannt und an der Grenze der Belastung sind. Ja, die strukturellen Bedingungen sind natürlich immer ein schwieriges Argument oder ein großer Hinderungsgrund. Letztendlich kann man nur dafür werben, sich trotzdem diesen vermeintlichen Mehraufwand anzunehmen oder sich damit zu befassen, weil es letztendlich die Arbeit leichter macht. Ne? Also wenn es gelingt, da eben dann gute Wege zu finden und einen guten, gut mit den konkreten Familien in den Kontakt zu kommen, weil man eben diesen Aufwand betrieben hat, dann wird es hinterher deutlich leichter. Ne? Das hilft in der akuten Situation oftmals nicht, das weiß ich, ne? Dass zwar die Aussicht auf Besserung ist, aber erstmal das Gefühl von Mehrarbeit, aber ich kann es trotzdem nur nahelegen und empfehlen. Ich empfehle dann noch, einen kleinen Denkzettel sich in die Hosentasche zu stecken, wenn man morgens ganz demotiviert mal zur Arbeit geht. Es wird sich lohnen, dass man sich daran an der Stelle erinnert. Es gab ganz zu Beginn des Vortrags nochmal eine Frage von Herrn Dehnert, der nochmal darauf eingegangen ist, Mensch, ist nicht diese kulturelle Blindheit, die am Anfang des Vortrags so diese deutliche westlich orientierte Blickweise der Forschung deutlich gemacht hat, ist nicht diese ganze Bindungsforschung an der Stelle als allgemeingültig interpretierte Bindungstheorie, also ich sag mal, als quasi die Bibel unseres Erziehungssystems festgelegt worden und was hat das denn für eine Auswirkung auf das? Ich meine, wir haben ja mit Ihnen jetzt hier so eine Entwicklungspsychologin, die an der Stelle genau so ein Fundament, weil die Bindungstheorie ist ja eins wirklich unserer großen Fundamente auch der Frühpädagogik, was dazu, ich sag mal, vor diesem Hintergrund des Kultursensitivens zu sagen ist. Herr Dehnert, Sie müssen mich unterstützen, wenn ich Ihre Frage an dieser Stelle nicht ganz getroffen habe, aber ich glaube, sie ging so in die Richtung. Okay, ich weiß nicht, also ob Herr Dehnert sich noch meldet. Ich kann schon mal anfangen. Also das wäre nochmal ein neuer Vortrag, jetzt da im Detail drauf einzugehen. Aber tatsächlich ist natürlich auch die Bindungstheorie fußt auch auf diesen kulturellen Vorstellungen.
Ne? Und die fußt auch insbesondere, also und dabei steht auch das einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen im Fokus. Und da wird auch immer davon ausgegangen, dass dyadische Beziehungen, die auf dieser emotionalen Ebene, ne, es wird ja auch von einem emotionalen Band gesprochen in der Bindungstheorie, dass das Nonplusultra sind quasi oder der Ausgangspunkt für eine gute Entwicklung. Und auch hier ist es eben so, dass die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie gezeigt hat, dass es ganz unterschiedliche Modelle von Beziehung und sozialem Netz gibt und dass Kinder in anderen kulturellen Kontexten nicht so eine exklusive Beziehung zu möglicherweise oder meistens ja in den westlichen Kontexten der Mutter oder einer einzelnen Bindungsperson aufbauen, sondern zu vielen verschiedenen Personen. Und dass hier auch ganz andere Aspekte im Vordergrund stehen. Und letztendlich, um das kurz rund zu machen, wie gesagt, man könnte einen eigenen langen Vortrag darüber halten, aber letztendlich ist, glaube ich, die Idee, dass das Kind, das Sicherheitsgefühl des Kindes befriedigt sein muss, damit es lernen kann, sich entwickeln kann und so weiter, universell richtig. Aber wie diese Sicherheit sich darstellt und gestaltet und aus welcher Art von Beziehungen die Kinder das ziehen und wie sie ihre Emotionen dabei regulieren, das kann eben je nach kultureller Umgebung sehr, sehr unterschiedlich gestaltet sein. Und deshalb ne, kann man auch nicht mit dem Maßstab der westlichen Bindungstheorie und der Idee, wie sichere Bindung in diesem Kontext aussieht, dann hingehen und Kinder anderer kultureller Umgebung eben bewerten, sage ich mal, oder nach Bindungsmustern klassifizieren. Hm. Herr Lehnert hat sich herzlich im Chat bedankt und freut sich sehr, dass diese Ausführungen an dieser Stelle noch gekommen sind. Danke auch, Herr Lehnert, für diese Frage, weil ich glaube, das ist wirklich eine Frage, da werden wir uns vielleicht nochmal auf die Agenda setzen, sollen wir das nicht mal thematisieren in einem Vortrag, wenn das Fachkräfte an der Stelle interessiert. Es gab ganz am Anfang eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber da ging es so darum, was halten Sie davon, wenn Kinder an einer Kinderkonferenz teilnehmen können, es aber, weil sie stiller sind oder weil sie einfach gerade nicht wollen, sich vielleicht nicht trauen, nicht daran teilnehmen. Ist das dann auch mit kultureller Brille zu betrachten? Oder wie stellen wir sicher, dass Kinder dann vielleicht irgendwann oder an sich die Beteiligung und die Partizipation erleben können? Das ist auch eine ganz schwierige Frage, ne? Weil zum einen gibt es zwar das Recht auf Beteiligung, aber ja nicht die Pflicht zur Beteiligung. Also ne, das Kind hat das Recht, da sich einzubringen und Entscheidungen zu treffen oder mitzugestalten, aber es muss das auch nicht. Ne? Es kann sich ja auch bewusst dagegen entscheiden. Aber die Frage ist eben, die natürlich dahinter steckt, wie kann ich das eine von dem anderen unterscheiden? Ne? Also kann ich mir sicher sein, dass das Kind einfach sich nicht beteiligen möchte oder sind da irgendwelche Barrieren, die es dran hindern? Ne? Und dann, da kann man natürlich nur versuchen, sehr, sehr genau zu beobachten und die entsprechenden Möglichkeiten, die das Kind hat, in Augenschein zu nehmen und die geboten werden in der Situation und dann versuchen, daraus schlau zu werden, sag ich mal. Okay, vielen Dank. Ganz am Ende auf der letzten Folie waren noch zwei Fragen. Und ich finde, es ist 17.16 Uhr. Eine davon könnten wir doch nochmal hier in die große Runde geben und Sie einfach im Chat bitten, dazu eine kurze Rückmeldung zu geben. Und zwar war die eine Frage, welche oder haben Sie bereits kulturelle Herausforderungen in der Demokratiebildung bei sich in der Kita erfahren? Also gibt es ein Beispiel, wo Sie jetzt sagen, ja, da war das für mich eine große Herausforderung als Fachkraft,
mit den Kindern umzugehen. Wenn Sie mögen, schreiben Sie es gerne in den Chat. In der Zwischenzeit schalte ich mich frei und gebe einen Hinweis, der gerade im Chat eingegangen ist. Neue Aspekte zur Bindungstheorie finden sich in dem Buch Bindung und Gefahr, das dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung von Stokowi, Martin Stokowi und Sarah Nicole. Also eine Buchempfehlung. Ich mich vielleicht noch anschließen. Also dieses Buch kenne ich nicht, aber zu diesen kulturellen Aspekten von Bindung gibt es ein Werk von Heidi Keller, Mythos Bindungstheorie heißt es, etwas provokativ, aber nimmt diese Aspekte ganz gut nochmal in den Blick und auch in Bezug auf die Konsequenzen für die pädagogische Praxis. Und vorhin wurde im Chat auch schon verlinkt auf ein NIFPE-Gespräch. Das haben Sie alle wahrscheinlich schon gesehen. Da können Sie auch noch mal weiterlesen. Den Chat haben Sie auch, werden Sie auch zugänglich gemacht bekommen. Also das können, darauf können Sie auch noch mal zugreifen nach dem Ende der Veranstaltung. Ja, mein Versuch, Sie für den Chat zu begeistern, hat nicht funktioniert. Das finde ich jetzt, da kommt was. Aber Sie brauchen ja auch ein bisschen Zeit, um zu schreiben und wollen ja auch. So, ich habe es etwas oft erlebt, nicht unbedingt mit Kindern, aber mit Kollegen, da ich selbst Ausländerin bin und meine Erfahrung in der Wahrnehmung oft, muss ich ein bisschen scrollen, anders bewertet werden. Kann das jemand von euch gerade lesen? Ich krieg's. Ja, hast du ja im Prinzip, glaube ich, ne? Also ja. Okay. Fehlen oder anders bewertet werden. Ja. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil die kulturellen Erfahrungen, die jeder von uns mitbringt, sind natürlich sehr unterschiedlich. Im Rahmen von Ausbildung und Professionalisierung werden sie häufig in dieses autonomieorientierte Modell stärker gelenkt und von daher sicherlich nachvollziehbar, dass dann auch andere kulturelle Sichtweisen mitunter im kollegialen Diskurs untergehen können. Oder sehr schade, weil es wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit für das Team, interkulturelle Aspekte voranzubringen, wenn man die Chance hat, innerhalb des Teams da auch schon unterschiedliche Impulse zu haben und sich auszutauschen. Der Vortrag hat nochmal ausgelöst, so interpretiere ich zumindest eine Rückmeldung hier nochmal. In unserer Kita gab es große Probleme mit Kindern, die deutsche Sprache nicht beherrschen. Die Erzieherinnen wussten einfach nicht, an sie ranzukommen. Also nehmen wir das ernst, was Sie gesagt haben im Vortrag, mit Handeln, dann muss ich mich auf eine ganz andere Art und Weise im Kita-Alltag auch genau zu dieser Frage verhalten. Das heißt, das Mithandeln beim Kind finden, damit das Kind so partizipieren kann. Und nicht nur über Sprache. Ja, und einerseits ist das ja eigentlich was Ihnen allen vertraut ist oder zumindest in der Arbeit mit den jüngeren Kindern ja Gang und Gäbe und Alltag ist. Ne? Bei den U3-Kindern, bei den ganz Kleinen, die sich noch nicht sprachlich so äußern können. Aber in Bezug auf ältere Kinder fällt es uns dann manchmal schwieriger. Ne? Und das ist ja eigentlich, sind ja da viele Kompetenzen da, die nur genutzt werden müssen. Eine Fachberatung berichtet, dass sie eine Kita begleitet hat, wo die Mädchen auch bei großer Hitze verschleiert die Kita besucht haben. Das ist sicher an der Stelle eine echte Herausforderung, auch, ich sag mal so, im Alltagsspiel etc.
Hey, ich sehe gerade dieses Beispiel hier mit dem Füttern. Das finde ich auch ein sehr spannendes. Weil das ist häufig tatsächlich auch in kulturellen Diskursen oder führt zu solchen Missverständnissen, ne? Dass ein fünfjähriges Kind kann natürlich alleine essen und wir würden die Unabhängigkeit des Kindes und die Autonomie unterstützen wollen. Aber ich mutmaße jetzt mal, hier steht ja nur, dass es dann, ne, sich mit der Kultur befasst und mit der Mutter gesprochen wurde, dass man es dann besser verstehen konnte, dass in vielen kulturellen Gemeinschaften, die auf Verbundenheit orientiert sind, spielt gerade auch dieses Füttern und Nahrung geben einen großen Aspekt auch im Ausdruck von Zuneigung und Liebe. Und entsprechend, ne, geht es der Mutter in dem Moment nicht um diese Option, die Unabhängigkeit des Kindes zu verhindern, sondern ihm seine Liebe und Nähe auszudrücken. Und hier würden jetzt quasi diese zwei Ziele, ne, eigenes Handeln des Kindes oder eben die Verbundenheit zwischen Mutter und Kind zu unterstützen und zu fördern, entgegenlaufen. Und das kann es eben auch geben, dass in einer einzelnen konkreten Situation das nicht zusammenzubringen ist. Aber man muss ja auch nicht in jeder Situation jedes Ziel verfolgen, ne? Sondern man kann ja auch akzeptieren, dass es dann mitunter in dieser einen Situation zwar einen Konflikt gibt zwischen den verschiedenen Zielen, aber dass es noch viele, viele andere Situationen im Alltag gibt, wo man dann die Autonomie des Kindes unterstützen kann. Und in dem Moment ist der Mutter aber eben was ganz anderes wichtig. Aber hier hilft es eben auch, wenn man sich darüber austauscht. Ja. Frau Deichmann schreibt, sie hat die Erfahrung gemacht, dass, jetzt kreuzt sich das hier nicht. Entschuldigung. Soll ich einspringen? Ja, mach mal. Ich habe es gerade offen, dass Kinder zwischen der Lebenswelt Familie und Kind unterschiedlich umgehen können. Also dass Zusammenarbeit mit den Eltern dann besonders wichtig ist. Also dieses Verstehen, das sind unterschiedliche Systeme, da gibt es unterschiedliche Regeln, das fällt Kindern leicht. Das ist die Aussage. Und dann steht noch Danke für das Eisberg. Genau. Ja, das ist nochmal so dieses, das hilft natürlich nochmal, das zu sortieren und auch zu gewichten, diese Balance, die Kinder irgendwie bewältigen müssen und die Familien natürlich genauso. Mhm. Weiß ich nicht, das ist jetzt keine Frage in dem Sinn gewesen, aber Bettina, gibt es dazu noch einen Kommentar von deiner Seite? Die Unterschiedlichkeit der Kinder, dass die Kinder sehr unterschiedlich mit diesem Balanceakt der Loyalitäten umgehen können und dass man da einen guten Blick für haben muss. Naja, grundsätzlich können die Kinder das eben auch. Ne? Die können sehr gut verstehen, dass in bestimmten Kontexten die eine Regel gilt und in einem anderen Kontext eine andere. Ne? Das kennen wir alle von Großelternbesuchen, ne? Wo vielleicht ganz andere Sachen erlaubt sind als zu Hause. Oder auch bei den Eltern, dass der Vater das Zu-Bett-Geh-Ritual anders macht als die Mutter. Das sind alles Sachen, damit können Kinder gut umgehen, wenn eben klar ist, das wird jeweils wechselseitig gewertschätzt. Ne? Und das ist nicht so, dass der Vater ein Problem hat, weil die Mutter ein Lied singt und er nicht oder ne, wie auch immer. Also das ist immer die Voraussetzung. Und das ist ja, Kinder sind ja auch clever. Ne? Die nutzen das ja auch und suchen sich das Beste aus dem jeweiligen Kontext raus. Also ne, das quasi der Loyalitätskonflikt ist die ungünstigste Variante, die eben auch passieren kann, aber längst nicht passieren muss. Also Kinder können das durchaus auch genießen, da in unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein und unterschiedliche Aspekte eben auch ihrer Persönlichkeit auszuprobieren. Es gibt noch einen, und den nehme ich mal als letzten Aspekt, einen Hinweis. Ich habe oft Eltern, die zum Beispiel meinen, dass ein Kind Toilettentraining benötigt, um trocken zu werden. Ich überlasse es den Kindern jedoch, den Weg alleine zu finden. Ist das kultursensitiv?
Auch Toilettentraining ist ein ganz weites eigenes Feld. Also da gibt es ja wirklich, ne? Also in vielen Kulturen gibt es gar kein Toilettentraining, ne? Und die Kinder haben auch keine Windeln, sondern lernen das irgendwie oder eher koreguliert. Und tatsächlich ist diese Idee von ich überlasse es den Kindern selbst, ist ja auch wieder diese autonomieorientierte Umgangsform davon und in dem Sinne stimmig, ne? Dass wir sagen, das Kind bestimmt selbst über seine Ausscheidungen und auch wie es damit umgeht und das Kind sagt mir, wann es soweit ist, dann Töpfchen oder Toilette zu benutzen und das auch will und so weiter. In vielen anderen kulturellen Kontexten wird das gar nicht thematisiert, ne, sondern passiert einfach und hat deswegen auch gar nichts mit Autonomie oder nicht zu tun. Kinder, die ohne Windel aufwachsen, da gibt es ja auch in westlichen Kontexten so Bewegungen, Diaper-Free Babies, die von Anfang an keine Windel tragen, die werden dann auch recht früh sauber, wobei das dann auch nicht unbedingt eine autonome Reaktion ist in dem Sinne, dass die Kinder das lernen, sondern es ist eher so, dass die Eltern dann lernen, die Signale der Kinder zu lesen und sie im richtigen Moment quasi in die richtige Position zu bringen, damit eben keine Unglücke geschehen. Mhm. Dann gibt es wiederum natürlich auch kulturelle Gemeinschaften, wo das mit einem eher strengeren Training verbunden ist, wobei das eher selten traditionelle Vorgehensweisen sind, ne, sondern eher auch aus Gemeinschaftserziehung oder Modellen, ne, auch in der früheren DDR, in den Krippen war das sehr üblich, die Kinder eben gemeinsam auf die Töpfchen zu setzen und eben das so zu trainieren und zu lernen. Also auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man da betrachten kann und die da mit reinspielen. Das hört sich so an, als wenn das auch ein einzelner Vortrag sein könnte. Ich glaube, wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank. Es ist 17.29 Uhr. Wir haben noch eine Minute für den Abschluss. Wir sind in 2 Wochen wieder für Sie da, an selber Stelle, an selbem Ort.